oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer Android-App. Ich glaube, die App gibt es auch für iOS, bin mich ja da aber gar nicht so sicher, aber ich würde davon mal ausgehen. Die Rede ist von ARD Audiothek Beta, wie immer die technischen Daten, erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher. Aktuelle Versionsnummer 0.7.1-Beta, also Bindestrich Beta, es ist eine Beta-App, Audiothek Beta, sagt der Name schon. Bei 135 Gesamtbewertungen gibt es eine durch eine Sternebewertung von 4,7 Sternen. Was gibt euch denn die Beta-Version der ARD Audiothek? Das Beste aus den Radioprogrammen der ARD und des Deutschlandradios auf ihr Smartphone oder Tablet. Sendungen der ARD und des Deutschlandradios nachhören. Sendungen abonnieren und per Push benachrichtigt werden. Eigene Playlists anlegen. In den Themen stöbern. Doku, Reportage, Hörspiel, Comedy, Wissen und so weiter und so fort. Zum Download bereitgestellte Audios offline nutzen. Sendungen über externe Geräte abspielen. Zum Beispiel ist ein nativer Chromecast-Support eingebaut. Super. Thumbs up einfach mal dafür. Die App sieht hübsch aus, Animationen nett. Das ist eine richtig schöne, stabile Android-App und das, obwohl sie im Beta-Stadium ist, kann ich persönlich gar nicht so ganz nachvollziehen. Bietet Zugriff auf das gesamte Programm, was man teilweise natürlich schon, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Podcasts hört, dann habt ihr vielleicht schon, ja, keine Ahnung, Dinge von NDR Info, satirischer Wochenrückblick etc. pp. Abonniert. Also diesen Zugriff darauf braucht ihr die Audiothek-App nicht. Ansonsten der Player bietet alles, was man sich wünscht, auch vor- und zurückspringen und so weiter und so fort. Die ganze App bietet halt Zugriff auf das Audioprogramm. Und das gratis, also GZ-Gebühren natürlich, die man eh zahlt. Aber Thumbs up, Daumen hoch, das ist jetzt doppelt gemoppelt und Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.